153. Übrigens auch der Wert von HaPesach, also das Pessach, das Passa. Und gerade wenn es mit diesem bestimmten Artikel geschrieben ist, ist damit weniger das Fest gemeint. Also nicht der Festtag, sondern das Pessach, das Opfer. Also das Pessach-Opfer. Also das Lamm, dessen Blut wir dann an unsere Türpfosten streichen, um verschont zu werden vom Engel der Schlachtung, also vom Verderberengel oder Würgeengel, wie auch immer es man dann übersetzen will, der durch Ägypten, durch Mizraim, also durch diese materielle Welt zieht, am Tag der Entscheidung, in der Nacht der Entscheidung, um Mitternacht, und eben verschont, wo er dieses Blut des Lammes an den Türpfosten sieht. Das ist also schon die Konfrontation sozusagen mit diesem Blut des Lammes geschehen ist, dann kann der Zerstörer, der Verderber hinübergehen, es überspringen, dieses Haus, wo er dieses Zeichen vorfindet. Und das Überspringen ist ja auch der Begriff des Pessach, also auch der Hinkende wird zum Beispiel Pessach genannt oder Passach, also dieselbe Wurzel jedenfalls wird er benutzt. Und in dem Sinne ist eben das Pessach als ein Wunder, das Wunder des Überspringens. Also das sozusagen gegen die Regel gehen, gegen das Gesetz gehen. So, eigentlich müssten alle getötet werden. Alle müssen sterben in dieser Welt der Materie. Nichts lebt ewig. Aber Israel, das geistig-seelische Menschen, schon oft dieses sehr vereinfachende Wort hierfür genutzt, Israel wird übersprungen. Pessach, das Wunder von Passa. Und das ist eben wegen dem bestimmten Blut, was dort an der Tür anzutreffen ist. Und jetzt wieder ein ganz schockierender Bezug. Dieses Blut des Lammes in der bestimmten Form, also mit dem jeweiligen Heer, also mit dem bestimmten Artikel. Hadam Hase, also Se, das Lamm. Hadam Hase, das Blut des Lammes, was eben dort gefordert wird. Das ist auch wiederum die 359 im Zahlenwert, also von Satan zum Beispiel. Und ja, wie man das nun deuten möchte für sich, vielleicht lassen wir es lieber in der Brust, in der Seele sinken und sich selbst deuten und selbst auslegen. Die Tiefen des Wortes. Wo wir eben jetzt von der letztendlichen Verzweigung und Zersplitterung des Weges hier in der materiellen Welt gesprochen haben, im Sinne von dem Pisgah, dem Pesseg, können wir vielleicht mal einen etwas ungelenken Übergang zum Begriff des Wachstums überhaupt in dieser Welt, der Entwicklung schaffen, die ja immer auch Gefahr läuft, in so einen Wuchern abzugleiten. Daraus ist ja sozusagen die ganze Vielheit der Welt auch entstanden, oder daraus entsteht sie immerzu weiter. Und gerade zum Weg der Entwicklung haben wir ein bisschen mehr gesagt, als es um das Thema Kain und Abel, vor allem Kain und Kains Linie, Kains Dynastie ging. Und da wurde auch schon gesagt, dass Kain mit dem Zahlenwert 160, also der 16 auf der Ebene Höhe, die 16 als die 4x4, 4 als das Maß des Menschen und die 16 als das Maß der Massen der Menschen, als das Mann, das allgemeine Mann der Menschen sozusagen. Und dass das eben auch damit zu tun hat, mit diesem Wuchern, mit diesem immer weiter in die Entwicklung, in die ungehemmte Entwicklung hineingehend. Und Kain mit der 160 und vom Namen Kain eben das Erwerben, das Kaufen, das Silber, das Kesef, auch die 160, gleichzeitig aber auch das Sehnen, die Sehnsucht, diese Wurzel, Kesef, Kaf, Samech, P. Und
dass also da die 160 neben dem Gang in die Entwicklung von Kain aufgrund seines Dranges zum Erwerben der Welt, bis dann eben in Tubal-Kain seine Reihe endet, dem Besitzer, dem Eigner des Erdkreises, dem vermeintlichen zumindest. Dass aber damit einhergeht eben auch, oder was heißt damit einhergeht, dass diese Entwicklung, dieser Drang zur Entwicklung sich eben auch speist aus dieser Sehnsucht des Kesef, der 160, dass also es nicht irgendwie nicht ein unaufrichtiger Impuls ist oder zumindest nicht sein muss, der in diese Entwicklung hineinführt, in diese Entwicklung der Welt in Richtung Vielheit und Differenzierung und Aufgliederung. Und was wir bisher noch nicht angesprochen hatten, ist ein ganz wichtiges Wort, das auch den Zahlenwert 160 hat und genau dieses Prinzip der Entwicklung, des Wachstums ganz, ganz in einem natürlichen Bild sozusagen ausdrückt, nämlich der Baum. Der Baum, der Ein Zadde geschrieben, hat diesen Wert 160. Und es wird dann in den Überlieferungen laut Friedrich Weinrib immer darauf hingewiesen, dass in vielen Dialekten, gerade in Aschkenasischen, dieses Wort Etz genauso ausgesprochen wird wie ein Wort für Zeit, also wie das Wort für Zeit, Et. Also beides fängt mit der Ein an, aber das Ein ist dann ein Zadde beim Baum und bei der Zeit ist es ein Taf, also die 70 beim Baum und die 400 bei der Zeit. Da sehen wir auch den Bezug. Beides, die 70 und wie die 400, sind Symbole für bestimmte Aspekte der Vielheit und der Weltlichkeit überhaupt, der Mannigfaltigkeit des Weltlichen. Und dass diese beiden Wörter so nah verwandt gesehen werden, liegt dann eben auch an dieser Gleichaussprache, denn die aschkenasischen Dialekte tendieren dazu, dass Taf, wenn es als TH ausgesprochen wird, als th, also eth, das ist dann einfach zu einem S. Vereinfachen, sagen wir mal. Typisch aschkenasisch ist ja das in Deutschland entstandene Hebräisch sozusagen oder sich zu einem Dialekt entwickelnde Hebräisch. Und die Deutschen sind ja auch heute noch bekannt dafür, dass sie das englische TH gerne mal zu einem S machen. So eben auch dort, in diesem Fall von eth, was zu einem S einfach wird oder einem Eis. Das E wird dann auch oft zu einem A oder zu einem I sogar, das manchmal dann auch anzutreffen ist, für die Et, die Zeit, ein Eis zu hören. Und genauso klingt dann auch das Wort Etz, weil das Zade auch dazu tendiert, in diesen Dialekten anstatt einem Zade ein Sade zu werden. Also auch da einfach eine Art Samech gesprochen wird. Also Eis. Sowohl Etz als auch Et. So ist also die Zeit mit dem Prinzip des Baumes sehr eng verknüpft. Und das ist ja auch verständlich, weil gerade der Baum sehr plastisch dieses Wachsen ausdrückt, was eben die Zeit sichtbar macht, könnte man sagen. Je weiter der Wachstum einer Pflanze, eines Baumes fortschreitet, desto mehr Zeit ist offensichtlich vergangen. Diese 160 also auch eben wiederum Ausdruck des Zeitlichen und der Entwicklung, der Entfaltung, des Wachstums eben. Und ein anderes Wort mit dieser 160 ist dann noch Zelem, also das Wort für Bild in der Beschreibung des Menschen als einem Bilde Gottes, was aber eigentlich eher vom Wort Zell, Schatten abgeleitet erscheint. Also Gott, der sich als der Mensch in seiner Abschattung zeigt, also der Mensch, der Gott als eine Abschattung repräsentiert. Und da kann man ja auch sagen, wie das Verhältnis von himmlischem Vater und Sohn Gottes, das ist vom Vater in der Ewigkeit und dem Sohn als dem, was der Vater von sich in der Zeitlichkeit erbaut, also was in der Dynamik der Zeitlichkeit von ihm als Schattenwurf erscheint und erlebt werden kann, sodass also da auch wieder dieses Zelem, was eben der Sohn Gottes und der Mensch im Ursprung ist ja genau dieser Sohn Gottes, in Christus nur wiederum sozusagen im perfekten, wiederhergestellten Ursprungsbild verkörpert. So ist also dieses
Schatten, diese Abschattunghaftigkeit, dieses Schattenbild-Dasein des Menschen gegenüber Gott als dem, der den Schatten überhaupt erst wirft. Auch wiederum dieses in die Zeitlichkeit geworfenen Ewigen, was dann eben hier sich als Entfaltung zeigen muss. Und so ist eben auch der Sohn Gottes etwas, was sich im Lauf der Geschichte immer anders offenbart, könnte man sagen. Also angefangen von den Erzählungen, wie eben das Göttliche erscheint im Alten Testament, wenn wir es jetzt mal wieder historisch deuten wollen, oder zumindest, man kann ja sagen, die Menschheit erfährt eben das Göttliche im Laufe der Zeitalter immer anders und es entfaltet sich, es spezifiziert sich, bis es sich halt immer mehr konkretisiert hat in einem immer reineren Verständnis oder Verständnis, nicht das richtige Wort, aber in einem immer reineren Erleben des Göttlichen innerhalb der Zeitlichkeit. Und zumindest als Christen sehen wir dann eben gerade in dem Menschen Jesus Christus dieses perfekte Vorleben, dieses reinen Erfassthabens, dieses Erfassthabens des reinen Göttlichen. Aber da, man hört es schon, kommen ja die viel zu abstrakten Begriffe und bleiben wir lieber beim etwas anschaulicheren, konkreteren, in den Bildern der Überlieferung. Dann sind die Notizen, die wir haben, auch langsam am Ende. Zu dem Wort des Zelem, des Abschatten, der Abschattung, hatte ich ja noch so ein Goethe-Zitat hier angedeutet. Goethe schreibt ja einmal oder sagt einmal, alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis. Und genau das drückt sich eben darin aus, dass diese 160 einerseits die vergängliche Entwicklung alles Zeitlichen ausdrückt, andererseits aber auch dennoch gleichzeitig als der Sohn, der mit in diese Zeitlichkeit hineingeht, der Sohn des Vaters, als Zelem, die Abschattung, also das Gleichnis für das Ewige ist. So, also alles Vergängliche, dieses Gleichnis für das Nicht-Vergängliche ist und immer bleiben wird. Danke, Goethe, auch dein Andenken zum Segen. Ja, dann bleibt eigentlich nur noch ein Punkt, nämlich noch einmal zu Josef und seinem Zahlenwert der 156. Aber das könnte noch ein weiteres Thema eröffnen. Da sammle ich mich lieber noch einmal kurz vorher. Eine Anmerkung noch zu 153, was ich eben übersehen hatte. Auch der Name Bezalel oder Bezalel, der als einer der Künstler genannt wird bei der kunstvollen Gestaltung der Stiftshütte, also dem ersten Heiligtum in der Wüstenwanderungszeit, in dem Gott dann seine Einwohnung, also in dem Gott dann wohnen wird und das Volk Israel begleitet. Dieser Bezalel hat also auch diesen Wert 153 in seinem Namen und der Name bedeutet einfach Bezalel im Schatten Gottes. Also auch hier wieder der Bezug zu diesem in der Zeitlichkeit als Schattenwurf sich zeigenden Ewigen. Also die 160 könnte man als demgegenüber die in der Siebenheit sich zeigende 153 deuten. Die 153 eben von Bezalel, von dem, was wirklich dem Volk Israel, dem geistig-seelischen, als intimes Erlebnis geschenkt ist, in diesem begleitet werden durch die Wolkensäule der Präsenz Gottes, eben in der Wohnung dieser Stiftshütte, die eben gestaltet wird von Bezalel, von dieser 153, also diesem Erleben des Guten mit allem Seinem, was dem vorhergegangen ist. Aber fügen wir dieser 153 die 7 hinzu und in dem Sinne also diese äußerliche Welt des siebten Tages, in dem dann verharren muss, wer nicht über sie hinaus schafft, da haben wir dann die Welt der 160, des Kain, des Kesef, des Baumes, des Etz. Aber es ist vielleicht jetzt auch schon wieder zu konstruiert und
Man nehme es hin oder verwerfe es. Ich selbst weiß noch nicht, was ich aus diesem Gedanken machen werde oder was in mir daraus gemacht wird. Noch diese paar Notizen von meinem Zettel abzuhaken. Die 156 von Yosef, also wieder ein Zahlenwert so im Bereich von der 153 und der 160, mehr oder weniger in der Mitte, nicht ganz genau, aber ungefähr, hat auch wieder den Bezug zu diesem Zeltheiligtum, denn das Wort Ohel Moed hat auch diesen Wert 156, also das Zelt der Begegnung, also einer der verschiedenen Namen für diese Stiftshütte. Also Stiftshütte ist üblicherweise einfach Mishkan, das heißt eigentlich nur so viel wie Wohnung. Dann eben Ohel Moed, das Zelt der Begegnung. Mikdash wird es gelegentlich auch einfach genannt, also das Heiligtum. Also 156 auch das Ohel Moed, Yosef, also irgendein Bezug zu diesem Zelt der Begegnung. Man könnte aber auch, und das wurde schon einmal, glaube ich, auch in einem früheren Monolog erwähnt, Ohel Moed als sowas wie, ich weiß nicht genau, wie es dann vokalisiert wird, aber sagen wir mal, Ahel Moed. Deuten zumindest, lesen ist vielleicht jetzt zu viel gesagt, weil da noch so ein Waff bei Moed drin steht, aber dann wäre es sowas wie: Ich glänze von Ewigkeit her. Und ich glänze von Ewigkeit her ist vielleicht wirklich ein Aspekt von Josef, denn, und das ist das Interessante, über Josef wird in der Überlieferung gesagt, so paradox es auch natürlich erscheint, wenn man die Bibel als eine Art lineares Geschehen verstehen will. Josef ist der ursprüngliche Adam, der Adam Kadmon. Also eigentlich unmöglich, aber man sagt eben, das ist so. Auch wenn er da natürlich zeitlich dann ein Leben führt, geboren wird, irgendwann stirbt, aber trotzdem, er ist gleichzeitig auch der umfassende, der ursprüngliche Mensch. Da, wo die ganze Menschheit noch in einem Wesen vereint ist, sozusagen dem geistigen Urbild, dem geistig-seelischen Urbild der Menschheit, der eben wirklich noch Bezalem Elohim in der Vollendung ist, in der Abschattung Gottes und noch nicht gefallen ist, sozusagen. Dieser Josef also wird mit diesem Adam Kadmon gleichgesetzt, nicht nur irgendwie assoziiert, sondern wirklich, es wird gesagt, das ist er. Es wurde auch schon gesagt, dass eben Josef einen engen Bezug zum sechsten Tag zugeschrieben wird, nämlich der sogenannten sechsten Sphira, wenn man von den sieben unteren Sphirot redet, also den sieben Ziffern, dann oft in der schematischen Darstellung des sogenannten Lebensbaumes angeordnet. Da ist dann eben Yesod die zweitunterste von diesen Ziffern, von diesen Konzentrationen von göttlicher Kraft oder wie man es dann deuten möchte. Und das ist eben auch das Fundament, Yesod. Yosef, also auch Yesod. Das Fundament, in dem schon das Sod, das Geheimnis drinsteckt. Dazu haben wir auch schon das ein oder andere gesagt, der Bezug von dieser Sechsheit zum siebten und zum achten Tag, in dem das Sode die 70 ist vom Zahlenwert, also der siebte Tag der Gegenwart, sich darin schon andeutet, wie eben der siebte Tag auf diesem sechsten Tag in hundertprozentig sozusagen basiert und trotzdem durch die J bei Yesod am Anfang noch eine Zehnheit dazukommt und dadurch also auch schon die 80 enthalten ist. Damit der achte Tag auch schon in diesem sechsten Tag angelegt ist, sodass die Einheit von sechstem, siebten und achten Tag sehr eng begriffen wird. Die Tierkreiszeichen 6, 7, 8, die Jungfrau, die Waage und der Skorpion
Zum Skorpion wurde schon manches gesagt in Bezug auf die Geschichte mit Salomos Ring. Diese drei Tierkreiszeichen werden dann auch durchaus als eigentlich ein großes Tierkreiszeichen bezeichnet, weil eben 6, 7 und 8 so eng miteinander in Zusammenhang stehen, wie sonst keine von diesen aufeinanderfolgenden Zahlen in diesem qualitativen Sinn. Also jetzt nicht quantitativ natürlich zu verstehen. Jedenfalls diese 6, 7, 8 auch schon in diesen Sephirot, in der sechsten Sephirot, als dem Fundament die 7 und die 8 mit anwesend quasi. Und das führt uns dann gleich auch zu dem Thema, auf das ich gerne noch hinaus will, zu Gott schenkt. Aber noch einmal in mich gehen. Das Thema des Fundamentes, was in diesem sechsten Tag besteht, in dieser Sechsheit überhaupt. Wir werden sehen, wie glücklich es mir jetzt gegeben ist, darauf einzugehen. Josef also, Repräsentant für diesen sechsten Tag und deshalb vielleicht auch der Adam Kadmon, der eben an diesem sechsten Tag in dieser vollkommenen Form erscheint und dort immer präsent bleibt auch. Und dieser sechste Tag, auch das wurde schon gesagt, ist ja in dem siebten Tag weiter enthalten, in diesem siebten Tag der äußeren Welt, in der wir leben, so wie alle vorhergehenden Tage in diesem siebten Tag enthalten sind. Und gerade in diesem sechsten Tag steckt fest sozusagen unser Bewusstsein, also unser Vollbewusstsein, das, was wir als unser eigenes Wahrnehmen, Denken, eben unser Ich-Bewusstsein auch verstehen. Diese 61, halt, diese Ani, die quasi immer gefangen bleibt in Ägypten und nur von Ägypten aus, von diesem sechsten Tag aus, in den siebten Tag hineinschaut. Dadurch indirekt wiederum enthalten ist in diesem siebten Tag, denn alle Tage, alle vorhergehenden Tage sind eben auch in diesem siebten Tag dabei. Aber jetzt die Frage, was ist mit Josef als diesem Adam Kadmon und seiner Rolle, die er in der Geschichte spielt, auf sich hat? Also inwiefern diese ganze Dynamik, wie er nach Ägypten kommt, wie er dort Herrscher quasi wird, de facto Herrscher, wie das wiederum dienlich ist, seiner übrigen, seiner eigentlichen Familie, die ihn für verloren glaubt, und wie dann die Wiedervereinigung der Familie geschieht, wie dann aber die ganze Familie, die eben die Brutstätte für das ganze Volk Israel dann sein wird, in Ägypten zunächst ansässig wird, also dort in Ägypten geboren, also nicht geboren, aber gestaltet heranwächst, gestaltet wird, heranwächst, wie eben in der Gebärmutter auch wieder, denn auch der sechste Tag hat diesen Charakter einer Gebärmutter, aus der dann eine Geburt in den siebten Tag hinein geschieht. Und da wächst also das Volk Israel heran in dieser, ja, in dieser Unterwelt und Gebärmutter auch. Also die Parallele vom sechsten zum neunten Tag. Die Dynamik an sich wurde in dem letzten Monolog eben zu Josef ein bisschen angedeutet. Was dort aber noch überhaupt nicht gegeben wurde, ist die Einordnung in den Gesamtzusammenhang, und die soll jetzt hiermit ein bisschen zumindest versucht werden, dass eben die Wiedervereinigung, die dort geschieht zwischen dem sozusagen körperlichen Aspekt Israels, der in Josef repräsentiert ist, und dem geistigen Aspekt Israels, der in Juda repräsentiert ist, ist diese Wiedervereinigung von Josef mit Juda, mit allen seinen Brüdern, der ganzen Familie,
von Jakob, Israel. Etwas, was im Ursprung geschieht, eben an diesem sechsten Tag in Ägypten. Und das, was dann als Prophezeiung bei den Propheten zum Beispiel auftritt, als wirklich die Häuser Nordreich, Haus Israel, Haus Josef und Südreich, Haus Jehuda, das ist sozusagen, was dann in der Zukunft, an diesem neunten und zehnten Tag, wenn wir in dieser Tageszählung bleiben wollen, sich vollzieht. Und auch hier wieder, es geht ja nicht so sehr darum, das jetzt wirklich linear aufeinanderfolgen zu verstehen, sondern es sind eben unterschiedliche Schichten in der Existenz der ganzen Schöpfung, der ganzen Welt, aber eben im Besonderen auch der Menschheit und des einzelnen Menschen. Und eigentlich auch um den einzelnen Menschen geht es ja bei der, beim Lesen der Bibel hier in der physischen Welt und dem Fruchtbarmachen dieses Bibelgehaltes für das eigene Leben, für das eigene Erleben. Und da ist eben das, was in Ägypten im Sinne des sechsten Tages geschieht, etwas sehr viel Tieferes, etwas sehr viel Ursprünglicheres, was sozusagen immer schon in der erlebten Vergangenheit angesiedelt ist und eher so etwas wie die Grundkonstitution beschreibt, so wie eben am sechsten Tag der Schöpfungsgeschichte die gesamte Grundkonstitution des Menschenwesens überhaupt sehr detailliert beschrieben wird, in dem Zusammengesetztsein aus dem Staub des Erdbodens und dem Hauch Gottes, der ihm eingehaucht wird und so weiter. Und wenn dann aber von der Rückführung der Häuser, also da, wo dann der eine Mensch, der Urmensch, schon längst in die Menschheit gesplittert, zersplittert ist, gespalten, sich aufgespalten hat, in die verschiedenen Völker und dann aus diesen Völkern das Haus, das eine Volk Gottes, das Volk Israel, geboren worden ist, dieses Volk Israel schon das gelobte Land eingenommen hat, wieder verloren hat, gespalten wurde in die zwei Häuser und verstreut wurde in alle Völker und dann wieder die Rückkehr kommt, dann reden wir natürlich von etwas, was viel weiter sozusagen im Erleben an der Oberfläche geschieht. Also schon dieses ganze Erleben des siebten Tages ist eigentlich ja das wirkliche äußerliche Erleben der Realität, wie sie uns als Menschen geschickt wird, als unser Schicksal. Und der siebte Tag eben in seiner Zweiheit, in seiner Doppelnatur, als einerseits wie Israel es erlebt, als die Wüstenwanderung, im Kontakt mit dem Geist, mit der Luft, eben mit der Tora als Weisung, ein Geschenk bekommt, im Kontakt mit dem Ewigen, der als seine eigene Einwohnung hier in der Welt, als Wolkensäule uns begleitet. Und auf der anderen Seite das Körperliche, die Goyim, die Gviot, die körperliche Seite unserer Existenz, die eben in der Wasserwelt, als die Fische, die Nefesh wieder, sich mit der Zeitlichkeit viel mehr dort wohlfühlt, wie der Fisch im Wasser sich eben wohlfühlt. Und dieses ganze Erleben des siebten Tages ist also sozusagen erstmal die Grundkonstitution, wo unser ganzes bewusstes Erleben seine Heimat hat, könnte man sagen. Und alles vor diesem siebten Tag und im Besonderen dann der direkt davor liegende Tag, der sechste Tag, ist also etwas, was immer schon ursprünglicher hierzu ist. Dagegen das, was dann als achter und dann als neunter und zehnter Tag noch erzählt wird, das geht dann schon eher in Richtung dessen, was wir eben im bewussten Sehnen und Streben nach dem Ewigen erleben als eine Art Vorgriff. Also wir bleiben natürlich äußerlich in dieser Welt des siebten Tages. Das ist nun mal unsere Welt, die uns hier als die tiefste der Welten, die aber gleichzeitig die wichtigste, die schwerste und wichtigste ist, was uns also auferlegt und gleichzeitig geschenkt ist. Hier bleiben wir, aber hier erleben wir dann schon, eben wie Moshe in diesem Hinaufsteigen auf den Gipfel des Pisga schon einen Blick in das gelobte Land werfen darf, so erleben wir eben auch schon im Erleben des Messias im Fleisch. Schließlich ist Jesus im Fleisch erschienen und nicht nur irgendwie als hehres Ideal am Horizont erschienen, sondern wirklich in uns lebendig werdend und seiend. Und
So erleben wir dann eben auch schon den achten Tag sehr real und sehr wirklich, trotzdem wir eben noch in der Welt sind, nicht mehr von dieser Welt aber. Und der neunte Tag und der zehnte Tag, darauf wurde ja eigentlich schon relativ ausführlich eingegangen, ist dann eben ein weiteres tiefer gehend, ein weiteres sich tiefer vorarbeiten, ist dieses Erleben des achten Tags, was dann eben diese paradoxe Folge mit sich bringt, diesen achten Tag scheinbar wieder zu verlieren und im Sehnen nach dem, was man scheinbar verloren hat am siebten und dann sogar am sechsten Tag, wieder herholen wollen, auch dem einen Platz geben wollend im achten Tag, in diesem erlösten, leicht gewordenen, lichten Zustand des achten Tages, was dann aber mit sich bringt, selbst erstmal wieder zu verlieren, dieses Erleben des Erlöstseins des achten Tages und scheinbar wieder in Ägypten sich wiederzufinden, in dieser Gefangenschaft unter den Völkern. Und das dann eben der neunte Tag und das wiederum daraus neu geboren werden in den zehnten Tag hinein, sodass sich dieser scheinbare Gang durchs Totenreich, durch die Unterwelt, sich sogar noch als diese Gebärmutter erweist. Das ist eben dann neunter und zehnter Tag im Erleben, aber damit eben wieder der enge Bezug zum sechsten und siebten Tag, der ja auch schon wie eine Gebärmutter ist, die dann den siebten Tag gebiert. Und der Unterschied besteht vielleicht darin, dass sechster und siebter Tag noch eher das Getriebenwerden, das Unbewusste in die Welt geworfen sein ist, während dann der neunte Tag und der zehnte Tag ein sehr bewussteres, selbstgewählteres Schicksal ausdrücken. Da ist man ja schon viel länger sozusagen gefühlt jedenfalls auf der Reise mit Gott und hat schon sehr viel erlebt in diesem Leben, in der Sehnsucht nach der Heimat im Ewigen. Und deswegen wird zwar gewissermaßen rekapituliert, was dort im Ursprung vor all unserem bewussten Erleben sich schon einmal zugetragen hat, aber dadurch ist es eben nicht genau dasselbe, ist es eben nicht wieder der sechste und der siebte Tag, sondern eben der neunte und der zehnte Tag. Wollen wir das aber alles mal von der Josef-Symbolik her betrachten? Wir betrachten also damit gerade diesen Ursprung im sechsten Tag für alles, was sich dann weiter entfalten wird und was es mit diesem Ursprung auf sich hat. Da zeigt sich also etwas, was jetzt schon angedeutet wurde mit diesen ganzen Hinweisen, dass Josef mit der Sephira namens Yesod, dem Fundament, verknüpft ist. In diesem Yesod eben das Geheimnis drin steckt, die 70, aber schon die 80 durch das J davor, dass diese Dynamik des Körperlichen und Geistigen von Israel, Josef und Juda, die dort erst getrennt sind, weil Juda das Geistige, das Körperliche verachtet, verkauft und loswerden will, weil es neidisch ist auf diese dieses Bevorzugtsein des Körperlichen durch den Vater, das Bevorzugtsein jedenfalls in dieser Schicht, in dieser materiellen Schicht, die eben in Ägypten ihre absolute Quelle hat, dieses Mizraim, also diese Form Zara, diese bedrängende Form von beiden Seiten, diese Dual Mizraim. Diese Grunddynamik, also dieser Grundkonflikt zwischen den zwei Seiten, zwischen etwas Geistigem und etwas im Materiellen tatsächlich Erscheinenden. Josef eben mit dem sechsten Tag, mit der Yesod-Sphira und damit auch mit dem sechsten Planeten, also mit der Venus, mit der Noga assoziiert. Die erscheinende, aufleuchtende, strahlende. Und Josef wird auch, glaube ich, als die einzige Figur in der ganzen Bibelgeschichte, die als männlich charakterisiert ist, mit Begriffen beschrieben, die sonst eigentlich immer nur für weibliche Figuren benutzt werden. Im Sinne von schön, von Gestalt und lieblichen Angesichtes oder so ähnlich. Ich weiß es jetzt leider nicht auswendig.
Aber jedenfalls wird seine Schönheit sehr in den Vordergrund gestellt. Und ich glaube auch zum Beispiel in der islamischen Mythologie wird das besonders hervorgehoben, dass Josef der Schöne ist. Und jeder kennt ja auch die Episode mit der Frau seines Dienstherrn, die ihn verführen will und dann ihn sozusagen ins Gefängnis bringt, weil er sich dem verweigert. Und da eröffnen sich schon wieder so viele neue Türen, aber wir dürfen jetzt nicht jede Verlockung annehmen, sondern müssen ein bisschen beim Thema bleiben. Wir bleiben also nur bei dieser Grunddynamik, Grundspannung zwischen dem Körperlichen und dem Geistigen, dem Materiellen, was erscheinen soll als Geliebtes des Vaters, den Josef repräsentiert, und dem Geistigen, was sozusagen eigentlich den Vorrang haben müsste, auch schon von der Geburtenreihenfolge ist ja Jehuda zwar der Viertgeborene von Jakob, aber durch bestimmte Ereignisse im Rang als der Erstgeborene zu betrachten. Denn Reuven, Ruben, der Erstgeborene, hat eine Geschichte mit der Nebenfrau des Vaters Jakob, die dazu führt, dass er verworfen wird, und die beiden danach folgenden, der zweite und dritte Sohn, Simon und Levi, sind durch ein Ereignis mit Schechem, also mit dem, wie es dann meist gedeutet wird, Vergewaltiger ihrer Schwester Dina, wo sie ein Gemetzel anrichten. Dadurch sind sie in Ungnade gefallen bei Jakob, bei ihrem Vater, der dann verfügt, dass sein Geist nicht unter ihnen wohnen solle. Und so bleibt dann also der vierte Sohn, Jehuda, als der übrig, der in der Rangfolge den ersten Platz einnimmt. Und so ist also Jehuda, und wir haben schon gesagt, das ist dieses Loben, Preisen, Danken, für Danken an Gott für die Freude, die einem hier in diesem Leben geschenkt ist, als das Leben geschenkt ist. Und das ist eben das geistige Moment in Israel, das wirklich, das, sagen wir mal, Höchste, das direkt dem Geiste am nächsten in der Seele, in der menschlichen Seele. Aber wenn das eben für sich steht, sich nicht als Teil dieser Ganzheit empfindet und nicht genau gleich geliebt wie alle anderen Teile der zwölfgliedrigen oder des zwölfgliedrigen Baumes, der Israel eben ist, also die Stämme sind ja eigentlich eher sowas wie Äste aus dem einen Stamm Jakob, und die Stämme, also die Äste der Stamm Jakob, und die Wurzeln eben die Vorfahren, so Isaak und Abraham und weiter zurück. Also erst wenn dieses Höchste in Israel, im Sinne von das dem Geiste Nächste, Jehuda, bereit ist, sich als Teil der Ganzheit gleichberechtigt zu empfinden, weder etwas anderes als ihm vom Vater vorgezogen zu empfinden, noch sich selbst auch erhaben zu fühlen über das andere, dann ist diese Ganzheit, die Ganzheitlichkeit des geistig-seelischen im Menschen Israels vorhanden, präsent und lebendig und aktiv. Dieser Zustand wird aber eben erst im Verlauf dieser Josefsgeschichte hergestellt, und zwar für den sechsten Tag. Das ist dann was am Ende des sechsten Tages, oder nicht am Ende, sondern am Höhepunkt, besser gesagt, des sechsten Tages steht. Und das ist dann eben der Urmensch in seinem Zustand, wenn er dann fällt und hinabsteigen kann in den siebten Tag hinein sozusagen. Das ist dann das, wo das Volk Israel entstanden ist, aus diesen Urbegebenheiten um Josef und seine Brüder herum in Ägypten zu einem großen Volk geworden ist, dort quasi sich perfekt integriert hat, schon in das ganze Leben, wie dann auch die Überlieferung noch ausführlich darlegt, dass die Israeliten ja sogar hohe Stellungen im Staat von Ägypten hatten und keineswegs Sklaven in unserem Verständnis waren, also was heißt unserem Verständnis, im Verständnis von geknechteten Leibeigenen, die irgendwelche niederen Arbeiten verrichtet haben. Solche mag es auch gegeben haben, aber viele Israeliten waren eben auch in hohen Ämtern am Hof des Pharao und dergleichen angesiedelt und haben deswegen eben es so schwer gehabt, sich zu lösen. Und das war die wirkliche Gefangenschaft von Ägypten, nicht, dass man körperlich misshandelt wird, sondern dass man so sehr sich wohlfühlt in Ägypten, dass man nicht einmal in die Freiheit will.
Das ist ja dann auch das, wonach sich die murrenden Israeliten in der Wüste des Öfteren zurücksehnen. Da reden sie von guten Zwiebeln, Knoblauch und Fischen, die es in Ägypten umsonst gab und sie immer essen konnten, so viel sie wollten von den Leckereien. Und überhaupt, plötzlich erscheint Ägypten eben als das Paradies gegenüber der Zeit in der Wüste, wo ihnen zwar alles, was sie brauchen, gegeben wird, in Form des Mannas, das Mann auf Hebräisch, Memnun geschrieben, die 90. Und das Mann kann man auch als Min, als Teil oder Anteil einfach übersetzen. Also das immer der jeweilige Anteil wird jedem zugemessen, jeden Tag wieder. Man kann nicht sparen und sammeln für die Zukunft, sondern jeden Tag einfach darauf vertrauen, dass schon das da sein wird, was man braucht. Ganz im Gegensatz zu Ägypten, da bauen die Israeliten die Vorratsstätte, wird ja gesagt, Pitom und Ramses. Und gerade das ist ja, was dann im heutigen Deutsch, so hat es Axel Nitschke sein Andenken zum Segen mal schön auf den Punkt gebracht, im heutigen Deutsch entspricht diesen Vorratsstätten Versicherungspolicen zu abzuschließen. Also statt Vorratsstätte, um Silos für unser Getreide zu bauen, schließen wir heute alle möglichen Versicherungen ab, weil wir uns so sehr um unsere Zukunft sorgen, anstatt an dem Tag, an dem wir gerade leben, völlig da zu sein und uns mit unserer Ration, unserem Anteil, unserem Manna, was uns vom Himmel geschenkt wird, zufrieden zu geben. Das ist also dieses Spannungsverhältnis vom Erleben des siebten Tages und dem Erinnerten des sechsten Tages, aus dem man zwar befreit wurde, zur Freiheit berufen, aber eben auch vieles vermisst, diesen paradiesischen Urzustand eben. Und da sehen wir halt auch den Bezug, warum gerade Ägypten als der sechste Tag gesehen wird und die Wüstenzeit als der siebte Tag. Am sechsten Tag ist eben der Gan Eden, der Garten Eden, das Umhegte der Wollust, kann man es sogar übersetzen, oder zumindest der Wonne, der Lust, der Freude. Und das wird eben verloren, wenn man daraus befreit wird, denn insofern hat die Schlange in gewissem Sinne recht gehabt, wenn man, wie die Überlieferung es dann ausführen, sie als zur Freiheit verführend deutet. Also das, was sie den Menschen anbietet, ist nicht an sich gelogen. Sie bietet den Menschen, der Menschheit, der männlich-weiblichen Menschheit, eben an, neue Perspektiven, die Augen werden aufgetan, wodurch erst möglich wird, sich auch gegen die Empfehlungen des Ewigen zu entscheiden. Aber erst dadurch kann diese lange Reise angetreten werden, die dann am Ende das Bewährtsein zur Folge hat. Denn ein wirklicher Tzaddik, der dann eben auch seiner Rolle gerecht werden kann, den ganzen Rest der Schöpfung außerhalb der Menschheit in sich mit hinaufzuheben, zurück zur Einheit des Himmels und des Ewigen, das kann eben nur auf dem langen Weg erreicht werden, wo sich bewährt wird. Und dazu ist eben diese Verführung zur Freiheit nötig. Deswegen diese Doppelwertigkeit des sechsten Tages, einmal als das Paradies, andererseits als die Knechtschaft Ägyptens. Und der siebte Tag einerseits als der Sabbat, der geheiligte Tag, wo Gott ruht, weil alles sehr gut ist. Andererseits dieses durchaus beschwerliche Leben in der Wüstenzeit. Zumindest wenn wir uns als das Israel erleben, als das geistig-seelische in dieser materiellen Welt und nicht als das nur körperliche, dann fühlen wir uns hier in dieser äußeren Welt wohl wie die Fische im Wasser. Aber Israel hat eben die Wüstenwanderung anzutreten. Was hat es mit dieser Urdynamik auf sich, die sich da in der Geschichte von Josef mit seinen Brüdern auch ausdrückt? Mit dem Hintergedanken, dass eben in Josef auch der Adam Kadmon vor uns erscheint. Und was sind dann die Brüder und insbesondere Yehuda als der Hauptrepräsentant von diesem Blickwinkel aus, der erst für den Verkauf des Adam Kadmon, des Josef, verantwortlich ist, aber letztlich dann eben auch
die Wiedervereinigung ermöglicht durch die Bereitschaft, sich selbst aufzugeben. Für Benjamin, wohlgemerkt, den dann neu erschienenen Sohn, den der Vater besonders lieb hat, nicht neu erschienen, aber den Ersatz für den verloren geglaubten Josef. Da könnte man dann so Bezüge sehen wie Josef als der erste Adam, der eben gefallen ist in die Welt der Knechtschaft Ägyptens hinein, in die materielle Welt hinein. Und dann Benjamin, der Sohn der Rechten, dem Namen nach, der als der zweite Adam oder der letzte Adam dann der geliebte Sohn des Vaters wiederum ist, wie dann Jesus Christus als dieser zweite Adam auch aufgefasst wird. Und nun die Rolle von Jehida, ein Thema, was wir jetzt nicht komplett öffnen können, ist, dass natürlich der Name Judas im Neuen Testament auch genau dieser Name auf Hebräisch ist, Jehida. Aber überhaupt die Juden natürlich repräsentierend als eben das Haus Juda, als das Südreich, das eben zu Zeiten Christi das einzige noch vorhandene Überbleibsel von Israel repräsentiert, weil das Nordreich eben in den Völkern sich selbst verloren hat. So wie eben Josef in dieser Geschichte mit seinen Brüdern auch in Ägypten in gewissem Sinne sich selbst verloren hat. Er hat ja sogar einen anderen Namen bekommen, Zaphat Paneach oder so ähnlich, wie auch immer man es genau betont und ausspricht. Jedenfalls ein Name, der von Ägypten ihm gegeben wurde und eben nicht mehr sein ursprünglicher Name Josef. Dennoch, natürlich bleibt er, wer er ist, trotzdem auch dort, so wie auch Israel, was sich selbst verloren hat in den Völkern, also das Nordreich, das Haus Israel, immer noch es selbst bleibt und diesen Keim in die Völker trägt, diesen Keim des Gottesvolkes. Nun, um mal eine Idee zumindest ein wenig auszuführen, was es mit diesem Verhältnis von Josef zu seinen Brüdern und der Wiedervereinigung auf sich haben könnte, sei einmal weiter ausgeholt und davon erzählt, was überhaupt erst geschehen ist, bevor es zu der Verführung des Urmenschen kommt mit der Schlange. Also, wie überhaupt die Schlange da sein konnte, könnte man sagen. In manchen Kapiteln in der Bibel, in Hesekiel und in Jesaja, gibt es Stellen, wo Könige von Heidennationen angesprochen werden von dem Propheten bzw. von Gott, als ob sie Repräsentanten seien für sowas wie den Satan, der gefallen ist. Wird dann gesagt, du warst der gesalbte Cherub, wandeltest zwischen den Edelsteinen der Krone, so ungefähr, und du bist gefallen bis unter die Menschen, so ungefähr. Und das wird dann zwar einmal auf den König von Babylon und einmal auf den König von Tyrus bezogen, ausdrücklich, aber auch in der christlichen Deutung ist es seit langer Zeit schon als Reden an den Satan verstanden worden, der eben einst der höchste Engel, noch über den Seraphim stehend, auch nach mancher jüdischer Überlieferung, also über den eigentlich höchsten Rängen, laut mancher Engelslehre dann der Christenheit wiederum, zum Beispiel von dem Dionysius Areopagita, dem Paulus-Schüler, angeblich jedenfalls überliefert, so eine Dreimal-Dreiheit von Hierarchien, von denen eben die höchsten die Seraphim sind, die brennenden vom hebräischen Wort her, Saraf ist das Verbrennen, und oder die feurigen, also auch die feurigen Schlangen in der Wüste, die die Israeliten beißen an einer Gelegenheit, das sind die Saraf-Schlangen. Und je nachdem wird dann eben dieser Satan als der höchste Engel, manchmal als ein Seraph, manchmal als ein Cherub, wie die Cherubim, die mit dem flammenden Schwert den Weg zum Baum des Lebens versperren. Also ein hoher Engel jedenfalls ist dieser Satan einst gewesen.
und ist aber gefallen. Und was nicht weiter in der Bibel ausgeführt wird, wird natürlich, wie immer eigentlich, in den vielen Versionen der Überlieferung dann sehr ausführlich noch besprochen. Da gibt es auch vielen Christen bekannt das Buch Henoch, also eins der Henoch-Bücher. Es gibt, glaube ich, drei verschiedene Versionen, die teilweise überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Aber eins davon ist, glaube ich, das äthiopische Henoch-Buch, spricht sehr ausführlich vom Fall der Engel, die hinabsteigen auf dem Berg Hermon. Und je nachdem, manchmal wird es so gedeutet, dass es zu der Zeit ist, die in der Bibel kurz vor der Sintflut beschrieben wird, als die Söhne der Götter hinabstiegen und sich mit den Töchtern der Menschen paarten, woraus die Nephilim entstanden seien, also die Gefallenen, die dann auch die Riesen, als die Riesen gedeutet werden, die Söhne des Enak an anderen Tora-Stellen, die also die Hochgerühmten, die Männer mit Namen sind, die Helden der Vorzeit, zum Beispiel dann auch die Heroen im griechischen Mythos, also die Halbgötter oder die Abkömmlinge von Halbgöttern mit Sterblichen und so weiter, also die genauen Stammbäume der griechischen Mythologiefiguren kenne ich jetzt nicht gut genug. Jedenfalls kann man da durchaus auch Parallelen zu verschiedenen Traditionen der Menschheit sehen, dass eben aus einer unheiligen Vermischung von himmlischen Wesen mit irdischen, mit Menschen, mit irdischer Materie, Ungetümer entstanden sein und Böses hier in der Welt erschienen ist, geboren wurde aus dieser Verbindung. Man kann aber auch diesen ganzen Fall der Engel eben schon als vor der Zeit verstehen, vor der Zeitlichkeit angesiedelt und dann eben auch vor dem Fall der Menschheit im Garten Eden. Das heißt also, bevor überhaupt eine Schlange erscheinen konnte, die das Böse gegenüber der Menschheit repräsentiert hat, verkörpert hat, musste schon dieses Böse erst einmal im Himmlischen entstanden sein oder vom Himmlischen her hinabgefallen sein in diese Sphäre der Schöpfung. Und das ist dann eben dieser Fall der Engel, der in sehr vielen Versionen erzählt wird. Auch die Namen der Anführer der Engel ist unterschiedlich anzutreffen, sind unterschiedlich anzutreffen. Im eher christlich geprägten Verständnis ist es ja üblicherweise einfach der Satan, also ein Oberster mit seinen ganzen Dämonenscharen oder Scharen von bösen Geistern. In den jüdischen Versionen sind es des Öfteren jedenfalls gerade zwei hervorgehobene Engel, die dann die Obersten der Rebellierenden sind. Da werden aber, soweit ich weiß, auch unterschiedliche Namen angegeben. Was mir jetzt bekannt ist, ist zum Beispiel, also Weinreb in einem Buch über die Astrologie in der jüdischen Mystik spricht davon, also zumindest in der schriftlichen Version, die mir als allererstes vorgelegen hat, also ist geschrieben, eben in der deutschen Umschrift, etwas, was man vermutlich Semchasi ausspricht oder Semchasi und Asael. Wobei da ziemlich eindeutig auch der Bezug zu Azazel in der Erzählung vom Yom Kippur hergestellt werden kann. Also Azael oder Azazel hat auf jeden Fall was mit dem Wort für die Ziege, mit dem Bock Az zu tun, auch dieser Kraft, Trotzkraft, die dieses Wort auch ausdrücken kann. Und das ja eben auch in diesem Yom Kippur-Ritual, was man bei Neugier näher nachlesen kann in der Tora oder sich vielleicht auch damit schon mal befasst hat. Da spielt eben dieser Bock eine Rolle, der Sündenbock, der sprichwörtlich gewordene. Semchasi, ein Name, den ich jetzt nicht mehr abgewinnen kann an dieser Stelle, ein Name, der aber auch oft in diesem Zusammenhang auftaucht, ist Samael. Und Samael, auch als der Todesengel, oft einfach bezeichnet, vereinfacht gesagt. Samael ist aber nicht nur der Todesengel, sondern eben, je nachdem, wie man den Namen deutet, wenn man ihn mit Samech schreibt, wie er meistens geschrieben wird, zumindest heutzutage, wenn man es bei Wikipedia oder sowas nachschlägt, dann ist es vom Wort für Gift abzuleiten, also Sumel, das Gift Gottes. Oder es wird auch von einem Wort für blind irgendwie abgeleitet, was mir jetzt nicht geläufig ist. Dann ist er sozusagen der blinde Gott.
Und in dem Sinne eben der Satan, der Oberste, der Gefallenen. Aber wenn wir den Namen einmal mit einem Sin geschrieben vor uns haben, also immer noch so ausgesprochen mit S, Samael, dann könnte man ihn auch als Shem-El lesen. Und das mag jetzt natürlich wieder erschreckend auf den einen oder anderen wirken. Dann ist es nämlich ein Name von El, also Shem-El, Name Gottes oder zumindest Name einer Gottheit, einer Gotteskraft. El ist ja nicht zwangsläufig auf den Ewigen bezogen, sondern auch andere Gottheiten, Gotteskräfte werden als Elim bezeichnet. Genauso wie Elohim nicht immer nur auf, sagen wir mal, die gute Seite des Göttlichen bezogen ist in der Bibel, sondern auch Elohim Acherim, die anderen Götter mit genau diesem Wort bezeichnet werden. Und so eben auch El nicht zwangsläufig auf die gute Seite Gottes, sagen wir mal, bezogen, aber trotzdem eben eine Gotteskraft. Im Hiob-Buch taucht ja auch der Satan ganz ausdrücklich auf als einer unter den unter den Bnei Elohim, also unter den Söhnen Gottes. Denn natürlich ist auch der Satan ein Engel Gottes, also ein Kind Gottes, sowieso letztlich alle Geschöpfe Kinder Gottes sind. Und dieser Samael, also wenn man es mit dem Sin schreibt, wird dann auch gleich geschrieben wie das Wort für links, small, also die linke Seite gegenüber der rechten Seite. Und gerade dann in der Kabbala, in der mystischeren Ausprägung der Überlieferung, wird die böse Seite auch immer vorsichtig nur umschrieben als die andere Seite, auf Aramäisch dann die Sitra Achra, die andere Seite. Und da ist eben Samael, der Linke, der von der linken Seite, der Oberste in gewissem Sinne. In dem Sinne könnte man sagen, dass Samael so etwas wie der eigentliche Eigenname des obersten Widersachers ist. Und gleichzeitig ist er eben auch ein Shem-El, ein Name Gottes. Aber wie gesagt, Schreibweise mit dem Sin anstatt dem Samech ist selten bis nie anzutreffen. Also vielleicht auch nur ein gefährliches Hirngespinst, was mir hier durch die Worte gleitet. Aber erwähnt sei es eben an dieser Stelle. Jedenfalls in vielen Versionen dieser Geschichte vom Fall der Engel ist also die Rede von einer Zweiheit der Anführer. Könnte man dann natürlich auch wieder so deuten, dass eben am Anfang dieser Spaltung im Himmel auch die Zweiheit stehen muss, weil eben alle Spaltung mit Zweiheit zu tun hat. Die Zweiheit, die Spaltung ist. So sind eben auch zwei Anführer zu nennen. Eine etwas tiefer gehende Deutung dieser ganzen Fall-Metaphorik, also Engels-Fall-Metaphorik, geht dann in die Richtung, dass Engel aufgefasst werden als so etwas wie Impulse im Innern Gottes oder Gedanken, Sehnsüchte, Hoffnungen, Ängste auch im Innern der Seele Gottes, wenn wir Gott jetzt mal in diesem mythischen Bild eben auch ganz plastisch personifizieren. Und dann sind eben von allen Engeln ein Teil, es wird dann zum Beispiel gesagt, ein Drittel der Engel, eher skeptisch gegenüber den anderen Regungen Gottes. Diese Regungen, die dann sich durchsetzen, weil sie die Überhand haben, eben die zwei Drittel gegenüber dem einen Drittel sind. Und diese Regungen sind eben die das sind, was dann auch als die gute Seite und in der Bibel auftaucht und eben als das wirkliche, göttliche, das, was sich entscheidet, komm, lass uns Menschen machen und den Menschen eben als Abschattung Gottes, B'Tselem Elohim, in die Schöpfung hineinstellt. Und demgegenüber ist eben diese abfallende Seite der Engel skeptisch. Und das deutet man eben als eine Art Zögern, ein Zweifeln in Gottes eigener Seele, was eben
sich nicht sicher ist, ob das was Gutes ist, wenn da eine Abschattung des Göttlichen in die Schöpfung selbst hineingestellt wird. Also ein Kind Gottes, der Sohn dem Vater gegenüber, quasi identisch, nur eben eine Ebene niedriger, eine Dimension weniger, wie der Schatten eine Dimension niedriger anzusiedeln ist als der Körper, der den Schatten wirft. Und dieses Risiko, also was Gott da eingeht, wieder seinem eigenen Zögern und Zweifeln doch diesen Menschen zu schaffen, in der Form, wie er dann erscheint, hat eben zur Folge, dass diese zögernden, zweifelnden Anteile seiner selbst sich abspalten oder er sie von sich abspaltet, er sie abweist, sich selbst in dem Sinne kleiner macht, als er ist, sich nur auf das Gute beschränkt, das Wohlwollen dem Menschen gegenüber und alles Missbehagen und alles in Frage stellen dieser Idee Mensch, das spaltet er von sich ab und das wird eben zu dieser Widersacherkraft in der Schöpfung, diesen gefallenen Engeln. Und die Dynamik, die Argumentation sozusagen geht dann ungefähr in die Richtung, dass diese gefallenen Engel Gott vorwerfen und sagen, was tust du denn da? Das sind doch Geschöpfe, die du da gestaltest aus dem Lehm des Erdbodens. Also wirst du sie zumindest dann für die materielle Welt schaffen müssen. Und das ist doch dann ein Vermischen des Himmels mit der Schöpfung, mit der Erde. Das ist doch ein Entweihen des Heiligen. Und wir als Engelswesen, als rein geistige Gestalten, sind doch viel höher anzusiedeln als das, was da in dieser tiefsten und festesten der Schöpfungsebenen der Welten erscheinen soll. Wie kannst du denen aber dann oder diesem Urmenschen dann diesen Vorzug geben, ihn als deine Abschattung zu erschaffen, also als das, was dir am nächsten ist, näher noch als wir, die wir doch eigentlich der geistigen Hierarchie nach dir viel näher sein müssten. Er steht doch so weit unter uns und wir sind auch vor ihm schon da, sozusagen. Und es ist also eine Art von Neid, aber auch aufrichtigem Nicht-Verstehen-Könnens und Zweifel eben Habens, dass das eine gute Idee sein könnte, die da als treibende Kraft sich wieder Gott, wieder dem Plan Gottes stellt. Und die Rolle dann, die diese gefallenen Engel einnehmen, ist dann eben die, dass sie versuchen zu beweisen, Gott gegenüber, dass es eine schlechte Idee war, dass der Mensch schlecht ist und böse ist und gar nicht anders es hätte ausgehen können, als sie schon immer von Anfang an gesagt und befürchtet haben. Und deswegen nehmen sie diese Rolle des Verführers zum Bösen ein, auch die Rolle des Anklägers dann, wenn diese Verführung erfolgreich war, um darauf hinzuweisen, guck, haha, wir haben es geschafft. Und so geht eben diese Widersacherkraft in die Schöpfung mit ein, als notwendig antreibender Faktor der ganzen sich entfaltenden Entwicklung eben. Vielleicht klingt das schon aus diesem Erzählten gut heraus, wo eben die Parallelen zu dieser Josefsgeschichte sind. Also diesem Nicht-Verstehen-Wollens des Geistigeren, warum diese Bevorzugung für das Körperliche und eben für den Adam Kadmon, der Josef eben ist, warum das dieser Vorzug, diese Bevorzugung ist. Und der Versuch, selbst es in die Hand zu nehmen und eben zu bekämpfen, dieses Bevorzugte zu verkaufen. In dem Sinne in die Tiefe fallen zu lassen. Fallen zu lassen. Und diese tiefe Wahrheit, die natürlich schon wirklich ein sehr innerer, man könnte sagen, verborgener Aspekt der Wahrheit noch einmal ist, als ja auch wirklich noch mal über das äußerliche Geschehen des
reinen Bibeltextes weit hinausgeht, aber eben in den Dynamiken enthalten ist, wenn man sie eben mit Hilfe der Überlieferung zu lesen vermag, wenn es einem gegeben ist, drückt sich eben gerade in dieser Gestalt des Josef so sehr ausführlich beschrieben aus, wenn man es eben mit dieser Brille, sagen wir mal, liest. Und da kommen wir zu dem letzten, was auf meinem Notizzettel stand, dass nämlich Josef mit seiner 156 den Zahlenwert auch hat, der verborgene Wert der Emet, der Wahrheit ist. Also, wenn wir von der Wahrheit den vollen Wert, von der Emet den vollen Wert uns anschauen, ist die Differenz zum äußeren Wert der 441 genau diese 156 von Josef. In Josef birgt sich also wirklich eine sehr, sehr tiefe Wahrheit. Weil es jetzt alles schon sehr viel länger geworden ist als ursprünglich erhofft. Die Nacht, in der ich hier sitze und vor mich hin erzähle, recht weit fortgeschritten schon ist. Auch die schöne Pfeife, diese handgefertigte Paul Winslow mit dem schönen Namen Donar, also der Name des fünften Tages. Auch diese Pfeife nähert sich ihrem Ende, also der Inhalt dieser Pfeife. Und so werden wir noch einmal darauf zurückkommen müssen. So Gott schenkt möglichst bald, um den Bogen dann auch wirklich spannen zu können, noch einmal von diesem Fall der Engel zu der Dynamik, die sich in Josef und seinen Brüdern so plastisch und dramatisch noch einmal ausdrückt, und dann dem, was sich in Christus und seinem Werk als quasi kosmisches Geschehen auch noch einmal ausdrückt. Und ich weiß gar nicht, wo ich diese Ideen so überall das erste Mal gehört habe. Es fällt mir immer schwer, die Quellen dafür wirklich anzugeben, aber ich habe es alles irgendwo gelesen, gehört. Rudolf Steiner zum Beispiel habe ich so viel gelesen, dass ich wahrscheinlich sehr, sehr vieles von ihm immer verarbeite in dem, was ich so von mir gebe, ohne es immer bewusst zu haben. Genauso Friedrich Weinrib habe ich vor allem so viel gehört inzwischen an Vorträgen, dass es schwer ist, immer bewusst alles, also das Wenigste habe ich mir überhaupt bewusst merken können, aber natürlich fließt alles immer ein in solches Erzählen. Und so soll es ja auch sein. Nur ich bitte um Vergebung, dass ich nicht immer klare Quellenangaben machen kann. Und gerade wenn es dann zu dieser Thematik kommt, wie sich in Christus und seinem Werk etwas ausdrückt, was man vielleicht umschreiben könnte als: dort erkennt der Satan sich selbst und überwindet sich selbst durch die Gnade Gottes, beziehungsweise dort kommt eben der Geist Gottes hernieder auf den im Fleische wandelnden Satan, um selbst noch den Satan zu erlösen. Ja, ungefähr diese Formulierung wird natürlich bei den meisten Christen auf Entsetzen stoßen, also Entsetzen hervorrufen. Aber ich hoffe doch, dass es noch einmal uns allen geschenkt ist, dass auch in Worten etwas klarer erläutern zu können, erhellen zu können, wie dieser ganze Bogen sich vom Anfang der Schöpfung spannt, bis hin eben zu diesem Geschehen am Kreuz. Und wie eben in dieser Josefsgeschichte, die auch so tief ist und noch so viel birgt, vieles und vielleicht alles davon schon enthalten ist und auch sehr deutlich eigentlich wird, wenn man es eben mit diesem Blick sieht. In diesem Sinne, Baruch Hashem, gelobt sei der Name, ohne den nichts hier Bestand hat. Halleluja.
Shalom Aleichem.